Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du eine einfache Reißverschlusstasche nähen kannst. Gerade bei solchen Beuteltaschen oder offenen Shoppern ist es doch schön, eine Tasche zum Verschließen zu haben. Du kannst diese Methode in jeder Größe anwenden, zum Beispiel auch für die Tasche Freier, die Videoanleitung, die ich Anfang des Jahres gezeigt habe. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Du brauchst hierfür ein Lineal und einen Bleistift, Reißverschluss und etwas Stoff für die Tasche. Das ist das Futterstück, worauf ich die Tasche platzieren werde. Wenn du eine 20 cm breite Öffnung haben möchtest, dann sollte der Reißverschluss und das Stoffstück an jeder Seite 2 bis 3 cm überstehen. Das heißt, bei 20 cm habe ich ein 26 cm breites Stoffstück zugeschnitten und der Reißverschluss ist 26 cm lang. Mein Stoffstück ist 36 cm lang. Lege den Taschenstoff rechts auf den Futterstoff, mittig. Von der Höhe her muss es zu deinem Taschenschnitt passen. Stecke den Stoff mit ein paar Stecknadeln fest. Nun nimmst du das Lineal und vom oberen Rand des Taschenstoffes 2 cm tiefer ziehst du mittig eine 20 cm lange Linie. Das Ganze wiederholst du 1 cm tiefer. Dann verbindest du die beiden langen Linien durch eine kurze Linie. Nun nähst du einmal ringsherum auf der Linie die beiden Stoffe aufeinander. Beginne dafür an einer der langen Seiten. Die Nadel im Stoff versenken und bis zur Ecke nähen, den Nähfuß anheben, den Stoff drehen und das an jeder Ecke wiederholen, bis du wieder am Anfang angelangt bist. Ein paar Stiche über die Anfangsnaht hinwegnähen und dann die Naht verriegeln. Als nächstes zeichnest du zwischen den beiden Linien eine weitere Linie, die rechts und links 1 cm kürzer ist. Dann verbindest du das Ende der Linie diagonal mit den Ecken. Der Stoff wird jetzt genau auf der Linie aufgeschnitten. Und in den Ecken diagonal bis kurz vor die Naht. Den Stoff nun durch den Schlitz schieben und alles schön glatt bügeln, zurechtziehen und eine gute Kante bügeln. Die offenen Seiten des Reißverschlusses klammern, damit die beim Nähen nicht auseinanderrutschen. Und den Reißverschluss so hinter den Schlitz legen. Das Ganze mit ein paar Nadeln feststecken. Den Reißverschluss kannst du nun am besten mit dem Reißverschlussfuß von rechts auf dem Stoff festnähen. Eventuell kannst du die Nadel noch etwas weiter nach links stellen. Nun einmal ringsherum um den Reißverschluss nähen. Bei einem Kunststoffreißverschluss ist es kein Problem, einfach über die Raupe hinweg zu nähen.
am Ende wieder die Naht verriegeln. Jetzt schneidest du rechts und links den überstehenden Reißverschluss ab. Dann legst du den Taschenstoff rechts auf rechts aufeinander und klammerst ihn fest. Und dann wird dort einmal mit 1 cm Nahtzugabe entlang genäht. Du nimmst also diese beiden Stofflagen und legst sie unter die Nähmaschine. Anfang und Ende gut verriegeln. Dann nähst du bis zur Ecke, 1 cm davor die Nadel im Stoff stecken lassen. Den Stoff drehen und darauf achten, dass der Futterstoff zur Seite liegt. Bis zur nächsten Ecke und dann bis zum Ende. Das war's auch schon. Die Tasche ist fertig. Vielleicht konnte ich dir mit meinem Video ein bisschen helfen. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!